Hornbrille, Perücke und dunkle Kappe. Derart maskiert überfällt ein Räuber eine Bank in Mönchengladbach. Mit seiner Beute entkommt er unerkannt. Überwachungskameras haben das Verbrechen aber aufgezeichnet. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise ist der Mann für eine ganze Reihe von Überfällen verantwortlich. Er wartet, wirkt wie ein normaler Kunde. Seelenruhig schlendert er durch die Filiale der Sparkasse in Mönchengladbach, bis der Weg frei ist. Am Kassenschalter deutet er auf eine Pistole im Hosenbund und präsentiert der Mitarbeiterin einen Zettel. Das ist ein Überfall. Der Räuber mit der Hornbrille flüchtet Augenblicke später mit rund 50.000 Euro. Der Mann hat auf jeden Fall, ich sag mal, eine gewisse Coolness an den Tag gelegt. Er zeigt sich während des Überfalls auch nicht sehr hektisch. Es geht offensichtlich alles sehr ruhig ab. Also der Mann bleibt sehr ruhig bei der ganzen Situation, nicht sehr aufgeregt und setzt möglicherweise auf Lücke, dass der also unerkannt in die Bank kommt, sie auch wieder verlassen kann. Es ist kurz nach 14 Uhr, Donnerstag, 22. Januar. Der Bankräuber behält die Ruhe und den Überblick, kennt möglicherweise Situationen wie diese. Und trotz der dürftigen Maskierung gibt es bislang keine heiße Spur zu dem 30 bis 40 Jahre alten Verbrecher, nachdem die Polizei jetzt mit Bildern der Überwachungskameras deutschlandweit sucht. Wir hoffen Hinweise aus der Bevölkerung, dass irgendjemand den Mann entweder vor dem Betreten oder nach dem oder beim Verlassen der Bank gesehen hat, möglicherweise auch auf seinem Fluchtweg. Wir wissen ja auch nicht, wie weit er zu Fuß auf der Flucht war, bevor er möglicherweise ein Auto betreten hat oder bestiegen hat. Von daher hoffen uns Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Reihe weiterer Raubüberfälle beschäftigt in diesem Zusammenhang die Ermittler. Die Tatorte liegen in der Eifel am Rande des Ruhrgebiets und im Weserbergland. Auffällig auch für die Polizei ist das Aussehen der Täter, die dem Räuber von Mönchengladbach sehr ähnlich sehen. Begonnen haben die Überfälle am 19. November 2014 in Unna. Am 25. November schlägt ein Räuber in Mayen bei Koblenz zu. In Warburg im Kreis Höxter folgt am 12. Januar 2015 Banküberfall Nummer 3. Seit dem 19. Januar gab es innerhalb von 4 Tagen weitere Taten am Niederrhein. Nach einem Sparkassenraub in Nettetal folgt am 21. Januar eine Attacke auf eine Rentnerin, die in Willig Geld bei einer Volksbank einzahlen will. Beide Tatorte liegen nur wenige Kilometer von Mönchengladbach entfernt, wo der Räuber mit der Hornbrille am 22. Januar zuschlägt und eine Filiale der Sparkasse überfällt. Es könnte sich um einen und denselben Täter handeln, also möglicherweise um einen Serientäter. Da müssen die Ermittlungen noch durchgeführt werden. Alle Überfälle müssen nochmal aufgearbeitet werden und die Ermittler müssen sich untereinander kurz schließen und abgleichen, ob es sich möglicherweise um einen Serienräuber handelt oder nicht. Die Beamten rechnen damit, dass der Mann bald wieder zuschlägt und hoffen, ihn schnell fassen zu können. Das wünscht sich auch die Sparkasse in Mönchengladbach, die für Hinweise, die zur Festnahme des Hornbrillenräubers führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt hat.